Leute. Hallo. Wenn dieses Lachen da ist, bedeutet das, es ist GD86-Time. Mhm. Es ist Spieltime. In diesem Video werden wir auch ein bisschen experimentieren, ein bisschen spielen. Es geht nicht um den Gebrauch auf der Straße, sondern es geht für mich mehr um den Gebrauch und auch euch zu zeigen, zu gucken, was passiert, wenn man den Abgasanlagen technisch mal so richtig auf die Sprünge hilft, ob Leistung kommt. Ja, weil Leistung ist ja so ein bisschen das Thema bei den Dingen. Und eine kleine Sache habe ich noch vorab, und zwar testen wir gerade wieder so ein paar andere Felgenkombinationen. Wir haben jetzt vorne und hinten auf der Seite 8,5, schau mal. Sehe ich schon, ja, sieht man schon. Hinten ist jetzt auch die Felge plan, ohne konkav. Und auf der Seite fahren wir jetzt vorne hinten konkav. Was aufgefallen ist, ist, dass wenn der vorne die breitere 9,5er Felge fährt und derselbe Reifen sich mehr zieht, schleift es weniger. Echt? Ja, das heißt, das Auto fährt so besser als mit den schmalen Rädern. Ja? Und vorbildlicherweise habe ich zwei Hinterachsen noch bestellt. Perfekt. Also fahren wir jetzt demnächst komplett rundum die breiten Räder auf dem Auto. Und für mich ist es auch jetzt durch. Auf der Autobahn habe ich nämlich, wo ich nach Oschersleben gefahren bin vor ein paar Tagen, habe ich den Rocket Bunny gesehen, GD86, auf der Autobahn. Ja. I don't need it. Okay. Muss ich sagen. Also, sieht wirklich cool aus. Sieht wirklich cool aus. Und davor fuhr nämlich einer mit einem normalen. Mhm. Aber ich finde die Serie cooler. Willst du mal ein Indiz für den Sommer? Ja. Gib mir deine Hand. Ach, yo. Das ist geil. Das ist für mich ein Zeichen dafür. Ja. Sommer. Geil. Pack das Lenkrad an und dir kochen die Pfoten weg. Krass, oder? Einfach geil. Guck mal bitte. Null Scheiße. Ja. Ich finde das Auto so geil. Was ein Auto. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich das hier abschraube. Aber wir werden gleich sehen, warum. Wir wechseln nämlich den Krümmer aus. Weil ich will es wissen. Ich will wissen, was da für ein Klang rauskommt. Ich will wissen, wie es anhört, wenn man da einen Metall-Cut zwischen macht. Ich will wissen, wie es anhört, wenn da gar kein Cut zwischen ist. Mhm. Und deswegen haben wir nämlich so einen schönen eBay-Krümmer bestellt für das Ding. Den hole ich mal eben. Sekunde. Ne? Auch von hier. Wunderschön. Vielleicht der Name aufgefallen von dem Hersteller? Yo! Laber keinen Scheiß! Wusstest du das? Ja, ich hatte schon gesehen, die Verpackung. Ist das geil? Das ist unser eigener Krümmer. Ja. Von JP Performance. Und hier der JP Turbo, den Hamovo und ich in Japan kennengelernt. Ja. Ne? Dann spricht er mich an und sagt so, is it okay that we use this name? So, ja, no problem. Warum hat er denn die Strebe dazwischen? Ich denke, dass mit meinem Versand nichts kaputt geht, ne? Ja, kann sein. Und zwar geht das dann genau bis... Kannst du mal hingehen? Ja. Das geht bis da nur. Interessant. So. So. Und dann flanscht er da an. Das heißt, wir behalten den Cut da. Ja. Das war schon mal gut. Die Frage ist jetzt auch, also wir wollten ja alles legal machen. Ich sag's jetzt vorab, das ist nicht legal. Das hat keine Papiere, das Teil. Wir bauen das rein und bauen es auch wieder raus. Also wir wollen es nur gucken, okay? Das ist jetzt nur ein Test, um rauszufinden, was ist. Vielleicht gibt es ja sogar einen mit Gutachten. Ich bin mir sehr sicher, wenn man hier noch einen Cut zwischen macht, einen Metall-Cut, weil das Auto hat zwei Katalysatoren. Ich sehe nämlich, dass hier drunter, glaube ich, auch ein Cut sitzt. Hier und dort. Wenn dazwischen noch mal eine Metallcut kommen will, denke ich mal, würde das sehr gut funktionieren. Wir bauen das mal ein. Bis gleich. Tschüss. Hallo. Hallo. Draußen. Ja. Originaler Krümmer. Jetzt sehen wir natürlich nicht ganz so gut, weil er komplett eingepackt ist. Was wir aber sehen können, ist einmal hier. Der Cut, der drin ist, ist ein relativ dichter Keramik-Cut, der aber natürlich viel Staudruck produziert. Das tut unser neues Teil gar nicht, ne, wie wir sehen können. Das heißt, nach der Zusammenführung, die hier stattfindet, geht es in einem Rutsch so durch. Jetzt schrauben wir eben die beiden Landersonden um, ja, und dann geht das Ding wieder rein, dass diese Verbindungspipe, die hier zwischenkommt, die sitzt so, ja, das heißt, die ist nachher auch so drin
Und dann gehen wir in diesen Katalysator hier rein, der hier wieder ist. Und der produziert ja auch wieder einen gewissen Staudruck. Deswegen, ich bin mega gespannt. Ja. Also wirklich, ob das jetzt was bringt oder nicht. Rohrdurchmesser-technisch sind wir da minimal größer. Hat einer für mich mal eben Messschieber irgendwo rumfliegen? Serie Austritt aus dem Kopf ist 40. Der neue Austritt aus dem Kopf ist 42. Austritt hier hinten, Tuning 58, Serie 50. Okay. Mhm. Jetzt gehen wir natürlich von 50 dort dann auf, ja, von 54 auf 50 hier wieder dann durch. Wieder zurück, ja. Und dann gehen wir wieder in das große Stück. Das heißt, an sich wäre es am klügsten auch so eine Art, diese Downpipe hier vom Durchmesser nochmal dann irgendwann zu wechseln vielleicht. Oder wir lassen das ganz sein und wir bauen von vornherein anders. Mhm. Mal gucken. So, wir gucken mal, wie das Ding sitzt. Kann man das hier schon mal... Das guck mal hier mit dem JP Performance Logo. Scheiße, ey. Ja. Ich sag es dir. Ja, ich bin gespannt. First of all, we take one out to not make a mistake. This is the one closest to the engine. Also eine Landmaschine ist halt super wichtig. Die sorgt halt für die Überwachung der Abgase. Und die Überwachung der Abgase ist quasi so wie, jetzt kommt ein geiler Vergleich. Bist du bereit? Ja. Als ob einer jeden Tag deinen Stuhlgang kontrolliert. Ja? Und damit er weiß, was du gegessen hast. Mhm. Weil dein Stuhlgang ist das Endresultat aus deinem Spaghetti Bolognese oder aus deinem Salat. Und nichts anderes passiert hier, dass du halt genau weißt, was du scheißt. Ja. Und anhand dieser Werte macht der Motor das noch viel klüger als der Mensch. Weil er stellt sich dann immer darauf ein, um das beste Ergebnis zu haben, weißt du? Die Menschen tun das ja nicht. Genau. Du hast ja keinen, der jeden Tag deinen Stuhlgang anguckt. Du nicht? Hm? Du nicht? Ich mach das mal selber. Ach so. Per Geschmacksprobe eigentlich. Oh. Mhm. Mit so einem Finger. Hm. Ja. Das ist der richtige Weg. Ja. Das ist eine gute Einstellung. So. Aus Genauigkeit ist ganz gut, ey. Mhm. Der Grund, warum ich das jetzt so mache, alle Schrauben sind los, aber ich hänge schon mal rein. Was du zumindest siehst, weil gerade bei so einem Ebay-Ding kann so ein Krümel mal voll off-record sein. Und dann machst du halt keinen Bock, weißt du? Dann machst du da einen fertig. Und dann passt die Scheiße nämlich 0,0. Und dann kriegst du richtig einen Rappel. Was für mich zum Beispiel wirklich schön ist, ist, dass ich sowas manchmal noch machen kann. Ne? Mhm. Weil im Moment, wo ich das mache, wie jetzt gerade, das Rumbasteln und sowas, und während du schraubst, freust du dich ja auf das, was du gleich hörst. Ja. Und du hast schon so vor Augen, und ich glaube, das werde ich auch nie verlieren, dass du diese Freude an diesem Verändern und Modifizieren, das ist ja genauso Teil davon wie der ganze andere Scheiß, weißt du? Ist ja wirklich so. So. Wir müssen jetzt nur noch eben die beiden Lambda-Kabel anstecken. Ja. Oben, und dann hören wir. Und dann gehen wir auf den Prüfstand. Hm. Und dann werden wir sehen, wie viel Leistung wir verloren haben. Was schätzt du denn? Weiß ich nicht, aber wir haben ja, also ich mache es ja auch viel auf dokumentarischen Gründen. Wir wissen ja, dass das, also ich meine, das ist eigentlich auch Quatsch. Wir haben auch von Motoren gesehen, wo es krass abging. Nur Mustang. Bestes Beispiel, Mustang hat Leistung gemacht, aber den Krümmer unfassbar. Ja, stimmt. Ey, aus jedem Winkel finde ich das Auto geil, ne? Hallo. Mega. So, Haube auf. Kabel Nummer Uno. Die sind zu kurz. Oh. Scheiße. Ja, Mann. Das ist ja doof.
das ja krass. Hier, weil die Position von der Landersonde nicht ganz ist wie vorher. Mhm. Hier ist das Kabel. Originalstecker. Ja, mach ich ja jetzt. Und das ist auch so, ich meine, das ist bei so einem Auto jetzt alles egal, ne? Aber das ist da wieder, wo Tuning seine schönste Seite zeigt. Weißt du? Nix klappt. Alles scheiße. Ja, ob das jetzt bringt, ne? Fühlt sich nicht so an. Hm. Na, vielleicht doch. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja, Mollo. Ja, wie wir sehen können, ist die Ansaugung immer noch drin. Ja. Aber können wir auch im Prüfstand mal dann rein raus probieren. So. Ja, aber die Schrauben nochmal nach. Ja. Okay, danke. Er ist auf jeden Fall JDM sein Vater, ne? Ja, Mann, auch volle Pulle. Ach so. Hätte ich ja nicht gedacht, wir haben die Civic, Alter. Civic. Krass, ne? Wie hell. Ja, wir hören ja jetzt noch mehr, wenn wir auf den Prüfstand gehen. Tag, der Cremo hat richtig scheiße gebaut am Wochenende, das weißt du noch gar nicht, ich war im Krankenhaus. Ja, Digga. Der Moni weiß das, weil Moni und ich waren Sonntag hier. Ich war am Grill und puste so in den Grill. Ja. Und puste immer fester, weil typisch Cremo, ich wollte das richtig glühen, ne? Ja. Und puste. Und was passiert, wenn man in den Grill reinpustet, das wird immer heißer? Ja, es funkt und dann kriegt Exakt. Ins Auge. Und dann ist mir so ein Funke, so ein Glutfunke ins Auge rein. Ja, das geht richtig schnell, Alter. Und ich war halt nicht so am Feuer, sondern ich war so. Und dann ist das direkt rein ins Auge, Alter, und seitdem sehe ich, wenn ich so in dem Auge nur gucke, sehe ich dich, aber ich sehe alles so blurry. Blurry. Auf jeden Fall, blurry wird es auch hier mit unserem schicken GT86. Und zwar haben wir jetzt Software da drauf gemacht. Wir haben ja alle Daten vorher, wir wissen, wie er vorher lief. Wir wollen jetzt mal gucken, ob diese ganzen einzelnen Teile, die wir da so verbaut haben, ob die wirklich was gebracht haben. Wir haben jetzt einen Krümmer drin. Der wirklich vom Durchmesser her schon ganz groß ist im Vergleich zum serienmäßigen. Dann haben wir ein Ansaugsystem drin, wir haben eine Abgasanlage drin. Und jetzt wollen wir schauen, ob man das alles so ein bisschen applizieren kann, ob man da auch auf einen vernünftigen Werte kommt. Der Manni war jetzt am Freitag schon damit beschäftigt so ein bisschen, haben ein paar Lokfahrten gemacht und das ist jetzt schon so weit, dass es wirklich ganz gut läuft. Ergebnisse habe ich so noch nicht gesehen und ich weiß noch nicht genau, wie er geht, aber man darf auch nicht vergessen, es ist ein Sauger. Ne? Und Sauger sind halt... Vergessen wir immer ganz schnell, ne? Ja, weil dann hört man so die Zahlen, aber wenn man beim Sauger 10 PS erreicht oder 15 PS erreicht, das ist eigentlich schon ein ziemlich okay Ergebnis. Und vor allen Dingen ist es beim Sauger auch immer so, im Verhältnis von dem Grundbaustein, den du hast, weil wir haben einen 2-Liter Saugmotor, wir haben keinen 3-Liter oder keinen 4-Liter V8, sondern 2-Liter Boxer Saugmotor. Das ist quasi die schlechteste Ausgangsbasis, die es gibt. Nein, nicht die schlechteste. Also, was geil ist, er dreht geil hoch. Ne? Ich habe gehört, wie du ein paar Lokfahrten gemacht hast, Manni. Wenn du oben im Büro bist, denkst du, langsam reicht's aber. Und dann hörst du, denkst du, jetzt reicht's aber. Das geht immer höher. Also, er dreht sich wirklich krass ein ab. Jetzt wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Und dann fahren wir mal. Mhm. Und dann messen wir auch mal die Zeit. Dann wollen wir mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Und ich denke auch mal, dass das leistungstechnisch der letzte Schritt ist, den wir so machen. Und dann wollen wir auch wissen, hat das was gebracht, wenn man jetzt einen GT86 hat, kann man ihn wirklich leistungsmäßig tunen, ohne auf Turbo zu wechseln? Ist die Ansaugung rausgeflogen jetzt? Die ist noch drin. Die ist noch drin. Vielleicht bringt sie ja was jetzt in Kombination mit dem ganzen. Ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wird's ja, ja. Also ich glaube, dass man mit der Software fast das gleiche Ergebnis erzielt wie mit den ganzen Komponenten. Mhm. Okay. Wirklich geiles Ergebnis. Ist wirklich, wirklich geil. Schau mal hier. Also die Software hat wirklich was gebracht. Guck mal, wir sind jetzt hier bei 3000 gehen wir rein. Ne? Mhm. Dieses Leistungsdiagramm, also die rote Kurve, ist wie das Auto war mit all diesen Modifikationen, bevor Software gekommen ist. Sprich Krümmer, Ansaugung, Auspuff. Okay? Die rote. Die Software, guck dir mal den Sprung hier an, an den beiden Punkten.
Das heißt, bei 4000 greift er jetzt wirklich richtig kräftig rein. Ja, also im Vergleich ist das schon ein ganz schöner Unterschied. Und dann trägt sich aber trotzdem die Software immer und ohne Ausnahme überhalb der Serienkurve. Das heißt, das Auto ist in jeder Faser wirklich stärker als ohne Software. PS-technisch spielt sich das genauso wieder. Wir haben auch diesen Sprung hier in der PS-Zahl. Wir haben hier einmal den Moment bei 4.500 oder bei 3.800, wo die sich sehr nahe kommen. Siehst du das? Ja. Drehmoment und PS. Und dann geht er so raus. Und wie ein sportlicher Saugmotor eigentlich sein sollte, trennt sich auch hier oben die Spreu vom Weizen noch stärker. Das heißt, die PS-Zahl geht wirklich stramm und weiter so nach oben durch. Und hier unten flackert er sich so ein zusammen. Siehst du das? Bei der Serie vorher. Oder bei den modifizierten Sachen. Das Ganze resultiert daraus, wir sind von 209 Newtonmeter auf 220 Newtonmeter. Okay? Mhm. Aber der Sprung hier ist ja viel mehr wert als die 11 Newtonmeter, die du allgemein gewinnst. Weil du hast ja hier schon viel früher mehr Kraft anliegen. Ja, das heißt, hier ist das Verhältnis viel, viel besser. Boah, guck mal. 182 Newtonmeter zu 215. Ja. Boah. Selbe Drehzahl im Moment. Das ist für einen Saugmotor ein Wort. Ehrlich. Und wir haben 102 zu 120 PS. Wow. Das ist ehrlich sehr, sehr, sehr gut. So, und am Ende des Drehzahlbandes, wenn man so bei 6,5 nochmal so reinlatscht, haben wir 186 PS zu 206 PS. Boah, krass. Und da hat er oben ein richtiges Plateau. Also diese 206 PS, ist das? Ja. Von 6.500 an bis in den Drehzahlbegrenzer hält er diese PS-Zahl als Plateau. Das heißt, da kannst du wirklich einfach abrufen. Das bricht nicht zusammen, sondern das hält wirklich komplett. Drehmoment geht zwar ein bisschen flöten, das sieht ganz gut aus. Jetzt muss ja nur noch schneller sein. Das finden wir jetzt raus, indem wir jetzt direkt fahren. So. Wir packen die Kamera rein und geht's los. Bis gleich. Ja. Jetzt wird's spannend. Ja. Was hattet ihr vorher für eine Zeit? Keine Ahnung. Wie war ich in Erinnerung? Wir brauchen natürlich schon mehr Platz. Weil wenn man das vergleicht mit manchmal mit anderen Autos, kannst du halt 100, auch, ja. 200, machst du halt einfach mal eben so. Ne? Und machen noch, auf demselben Stück, wir machen nochmal 100, 200. Nein. Hier muss man beten, dass man das einmal schafft. Ne? Nein, 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 nein. Das ist ja, ich will das Auto in keinster Weise, man kann dieses Auto gar nicht schlecht reden. Mhm. Weil ich muss ehrlich sagen, Motorleistung fehlt mir gar nicht. Es ist wirklich so. Aber hier geht es auch mehr um diesen ganzen... Das Gefühl, Länge, das Gefühl, was das Auto dann die gibt, Fahrdynamik, ne? Und sowas. Ich glaube, dass du die... Es ist wirklich eine geile... Pass auf. Ich glaube, hätte das Auto jetzt 200 PS mehr, ja, würdest du, glaube ich, die Fahrdynamik gar nicht mehr so spüren. Weil man sofort anfangen würde mit riesengroß Gehacke und Gas geben und dies und das. Und dann fährt so ein Auto auch gar nicht mehr so geil. Hier bist du so darauf konzentriert, das Auto perfekt zu bewegen, weil du einfach genau deine Leistung einteilen musst. Es ist einfach wie ein klassischer, echter Oldschool-Sportwagen. I got big love. Irgendwo verliert er deinen Charakter halt, ne? Dann ist es halt wieder. Genau, wenn es jetzt so ein Turbo-aufgeladenes Supermonster wäre. Aber you gotta do what you gotta do. Ich merke es gerade selbst. Ich fange immer an zu grinsen, wenn ich hier drin fahre. Wenn er jetzt nicht mehr so viel nach Rauch riechen würde, dann würde ich noch mehr grinsen. Das ist nicht mal Rauch, aber es ist so ein... Jetzt langsam geht's weg. Ja. So ein Mischmasch, ne? Ja. Ah doch, merkst du. Jetzt das hier, guck mal, pass auf, du fährst so. Ich meine, ganz ehrlich, 20 Sauger PS oder 18 Sauger PS in manchen Drehzahlbereichen ist ja wirklich nicht wenig. Mhm. Aber man kann die Saugerliebenden schon verstehen, ne? Ja, auf jeden Fall. Hier das noch ein bisschen machen, dann habe ich 10 PS mehr und sowas. Das ist schon... Nee, verstehen tue ich das. Und das ist schon ein Kampf, ne? Leistungssteigerung zu erreichen bei so einem Auto. Ne? Kampf im Portemonnaie auch. Ja. Yeah. Und dann bist du halt so ein Turbo-Boy. Mach Software. Gehst zu deinem Tuner, mach Software. Bist vor allen Dingen auch raus aus dem Haus nach gefühlten 2 Stunden bist du wieder weg und hast mal eben 80 Newtonmeter, 90 Newtonmeter einkassiert. Danke, ciao. Und die feiern sich am Ende dann nicht so wie so ein Saugertuner. Weißt du? 8 Newtonmeter, ja. Digga. 8. 1,5. Ready? Yes. Hast du den Schalter gesehen? Mehr
auch gar nicht, Alter. Das ist 3,3. 25,2 hatten wir vorher, schon. 25,2. Also 3,1. 3,1 Sekunden. Richtig. Na komm, Digga. 3,1 Sekunden ist nicht schlecht. Das ist echt übel. Aber ich sag euch ganz ehrlich, den Krümmer könnt ihr euch sparen. Ich glaube nicht, dass der Krümmer jetzt da was zu beigetragen hat. Ich glaube mehr so, dass das im Thema Auspuff, also Abkrümmer, obwohl der zweite Cut. Oh, schwer zu sagen, Leute. Ja, weil das wäre jetzt zu viel Aufwand, dann müssten wir ja jetzt eine Software machen ohne Krümmer wieder. Mhm. Ne, Krümmer zurückbauen und dann nochmal das Ganze. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, wir fahren jetzt 22,1, mein Bauchgefühl sagt mir, du schaffst auch mit dem Ding als Sauger. Wenn du alle Register ziehst, ne, schaffst du 20 Sekunden. 100, 200. Ja, das hat schon mal geil für einen Sauger. Okay, also haben wir hier eine ganz klare Leistungssteigerung, haben wir ja gesehen. Ich bin happy. Ich bin ehrlich happy. Wir müssen die Unterbodenpappe festmachen und dann geht's weiter im Text. Ja, so viel zum Thema Leistung GT86. Das ist jetzt erstmal abgeschlossenes Leistungsthema. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. Oder? Ja, vielleicht. Vielleicht haben wir eine Idee, was man noch machen könnte mit dem Ding. Weiß nicht. Fällt mir auch einen anderen Motor rein. Ist auch klangmäßig dann vielleicht so ein bisschen bassiger oder so. Mhm. Ist eine Idee vielleicht? Ja, überhaupt nicht. Schau. Mit dem Auto kann man eigentlich nicht viel machen, das ist das Problem. Nee. Aber wir überlegen noch ein bisschen. Peace.